Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dishonored. Hier tropft Verschwendung. Moment. Jetzt will ich gerade noch was ausprobieren. Cool. Ja. Pieros Werkstattschlüssel nehmen wir mal mit. Brauchen wir den irgendwo? Ich glaube nicht. Wir haben ja übrigens. Wow. Ich kann hier drauf landen. Das kann ja keiner der Assassinen nachmachen. Stimmt ja, alt war so. Ah, aber ich. Ah, verdammt, ey. Ich wollte ja noch. Huch. Ich wollte ja noch Upgrades machen. Was kann ich für Sie tun? Verbesserungen. Los. Will ich gleich die Rune kaufen? Ich will eigentlich die Rune kaufen. Eigentlich schon. Aber vielleicht sollte ich damit erst lieber noch warten und eher auf die Reichweite der Armbrust gehen. Da hatte ich noch kein Problem, aber. Ja, ich denke nicht, dass wir gleich zwei Knochenartefakte auf der nächsten Mission finden. Also insgesamt drei Knochenartefakte auf der nächsten Mission finden, die wir auch noch unbedingt haben wollen. Was nehmen wir denn? Betäubungsbolzen sind wir voll. Ich könnte mir zwar mehr Bolzen. Meine Bolzenkapazität erhöhen. Armbrustbolzen fliegen schneller und weiter. Armbrustnachlader ermöglicht automatisches Nachladen. Ah, das ist alles so reizvoll. Was ist eigentlich Corvus-Pistolenverbesserung? Umgebung in kurzer Entfernung schwächer Schaden. Cool. Egal, ich würde mal sagen, wir holen uns jetzt noch ein Karl-Werkzeug. Ja. Am besten gleich zwei. Ich weiß ja nicht, auf was wir Probleme wir da stoßen. Und sparen. Den Rest erstmal. So, und wir wurden ja angesprochen, dass wir auch noch einen Verwandten beschützen sollen. Das stelle ich mir sehr interessant vor. Ich muss gerade mal schauen. Verschone. Ja, den werden wir einfach wie alle anderen ausnocken. Schlafen schicken. Und jetzt gehen wir zu Samuel. Bereit? Sagen Sie Bescheid. Na dann los. Bringen Sie mich zum Destilleriebezirk. Und wir setzen unsere Maske nochmal auf. Die Kraft teleportieren ist für das Schleichen, das Erforschen und im Kampf nützlich. Runen und Knochenartefakte verströmen einen schwachen, singenden Klang. Aha. Wenn du einen Wolfshund kontrollierst, kannst du sprinten. Der Jägermannsorden ist die vorherrschende Religion im Kaiserreich. Er braucht gerade lange zum Laden. Ich werde jetzt wahrscheinlich pro Aufnahme immer eine Mission machen, wenn ich es hinbekomme. Ja. Mal schauen, wie es läuft. Oberaufseher Campbell. Oberaufseher Campbell ist der Kopf der militanten religiösen Fraktion Dunwalls und ein enger Verbündeter des Lordregenten. Allerdings ist Campbell auch durch und durch korrupt und weiß, wo sich Emily befindet. Dring ins Büro des Oberaufsehers ein, stiehl sein Tagebuch und beseitige ihn. Außerdem wird Martin, ein Verbündeter der Kaisertreuen, dort gefangen gehalten. Befreie und verhilfe ihm zur Flucht. Und wir sollen noch einen Verwandten nicht umbringen. Und es regnet. Das Unterfangen. Früher konnte man den Clavering Boulevard hoch. Das ist nicht mehr so einfach. Die Hälfte der Stadt hat die Seuche geholt. Die andere kämpft um das, was übrig ist. Die Stadtwache kontrolliert noch immer die Hauptstraßen und sie hat diese Lichtwände aufgestellt. Wer da durchläuft, verbrennt sofort zu Asche. Alles, was nicht von der Stadtwache kontrolliert wird, gehört den Banden. Und dazwischen leben da noch richtig schräge Vögel, so wie die Luckengräfin. Man sagt, sie sei verrückt.
Das klingt ja... nicht, was schlimmer ist. Liegt ganz bei ihm. Das klingt ja nicht sehr verlockend. Essen wir erstmal was. Lecker, lecker Rattenfleisch. Nutze die Bottle Street Gassen, um Lichtwellen zu umgehen. Sprich mit der Lumpen, oh je. Okay, Habe ich das angezeigt? Da ist die Lumpengreifin. Los, Herz. Eine Rune. Da ist ein Knochenartefakt. Und da schmeißen sie wen runter. Es ist fast schon Mitternacht. Sei vorsichtig, verdammt. Behalte sie im Boot. Der Kanal ist schon verseucht genug. Gute Nacht. Irgendwas stimmt gerade mit meinem Sound nicht so wirklich. Gut, immer her damit. Was gibt's? Da ist eine Rune. Da ja, ist eine Kleine da. Da ist ein Knochenartefakt. Wie komme ich denn da hoch? Ich schau erstmal, ob wir da hinkommen. Alter, das ist eklig. Eins, zwei, drei. Oh, Fische! Fische! Fische, 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 Fische! Scheiß Fische. Komm ich irgendwie hoch? Ja. Au! Au! Ich glaube, es wird Zeit für einen Gesundheitstrank. Durch. Mein rasend Herz. Was haben wir denn? Verstärkte Bolzen. Im Gegner checken diese Bolzen gehen selten kaputt. Keine Ahnung, was es bringt. Futtern wir erstmal noch ein bisschen. Hallo? Kobo, du willst da durch. Kommst du doch normalerweise. Du kommst doch normalerweise durch alles durch. Wow. Teleport. Verdammt. Ich will nicht wieder durch dieses Wasser. Diese Fische sind aber auch scheiße. Boah. Mann! Aber kann ich mich vielleicht... Eins, zwei, drei, hoch! Nee, kann ich nicht. Also... Wo sind hier so Viecher? Das eins. Da ist ein Fisch. Das heißt, ich tauche hier durch und schwimme und schwimme. Verdammt, da ist auch einer. Ah, da sind ja noch mehr. Nein! Das sind Ratten. Da sind welche, an die ich offenbar gar nicht rankomme. Herz. Das ist ja bei der Lumpengräfin, mehr oder minder. Die nächste Rune. Das Knochenartefakt ist auch nicht so weit weg. Aha. Wow. Da ist eine Ratte. Kurz mal speichern. Hä?
Boah, Mann, das ist ein bisschen ungenau. Oh, das war bloß ein Überlebender. Tut mir leid. Die schnarcht aber auch gut. Achtung, Bürger von Dunwall. John Clavering Boulevard wurde zur eingeschränkten Verkehrszone erklärt. Alle Bürger müssen dort mit einer Durchsuchung oder Festnahme durch die Stadtwache retten. Da geht's zu Lumpen greifen. Das sind Ratten. Halbe Stadt ist tot. Wir werden keine 3 Monate mehr überleben. Verdammt. Ah, da sind ja auch noch Menschen. Was ist mit denen? Achtung, Bürger von Dunwall. Dies ist eine besondere Bekanntmachung. Achso, jetzt habe ich mich hier drin versteckt. Hier spricht der Lordregent. Mit Bedauern gebe ich bekannt, dass mein Dienst als Lordregent bis zum Ende des Monats der Ernte und möglicherweise darüber hinaus verlängert wurde. Außerdem bin ich in dieser Krisenzeit die Aufseher des Jedermannsordens weiter im Dienste des Staates und dazu berechtigt, ach, das sind Lautsprecher, die Ordnung immer und überall wiederherzustellen. Wir sind Oberaufseher Campbell für die uneigennützigen Dienste des Ordens zu Dank verpflichtet. Ein Scheiß sind wir. Campbell ist ein Verräter. Also irgendwas stimmt gerade mit dem Sound nicht. Ich weiß nicht, woran es liegt. Da ist die Lumpengräfin. Hörst du zu? Er hat das. Ich fürchte, die kleinen Vöglein sind heute traurig. Hallo! Liebster? Jee! Bist du es, mein geliebter Ehemann? Ach, die ist blind. Meine Augen sind nicht mehr das, was sie einmal waren. Ich merk's. Hast du meine kleinen Vögelchen gesehen? Die lieben Kleinen müssen ohne ihre Lumpengräfin am Verhungern sein. Du meine Güte. Schon wieder so viele Herren, die nach mir fragen. Aber nicht wie früher, nicht die Netten. Ich höre sie. Und sie sind auch nicht einmal sehr höflich. Lumpengräfin, Lumpengräfin, lass uns rein. Na, irgendwann werden sie verschwinden, wenn sie wissen, was gut für sie ist. Was für... Hier ist der Schlüssel zur Haustür, Liebchen. Du kümmerst dich um diese Rübe, nicht wahr? Ich sagte doch, dass die Messer nach links kommen. Die waren immer schon links. Hier hörst du zu. Die Rune. Ah, hier ist es ein Schrein. Ich weiß gerade nicht, was mit dem Ding hier los ist. Ey, was? Moin. Sei vorsichtig, Corvo. Sie nennen sie Lumpengräfin. Du würdest ihren wahren Namen oder den ihrer Familie nicht kennen. Aber ein Kaiser bettelte einst um ihre Hand, während reiche Jünglinge um ihre Gunst kämpften. Ich sag, wie sie sie prüfte, ihren Wert abschätzte, für nicht gut genug befand. Dann traf sie eine andere Entscheidung. Du bist unterwegs, um dich mit dem Oberaufseher zu treffen, dem Anführer eines großen Kultes, der mich von ganzem Herzen verachtet.
Was wirst du tun? Also irgendwie spackt hier gerade alles ein bisschen rum. Okay. Oh nein, das ist nichts Schönes. Nur Verehrer, so. Ey, reg dich ab, Jungs. Essen. Wohnen der Morgen. Betäubungs. Verdammt. Lass uns halt trinken. Meine Kehle ist so trocken wie eine Wüste. Hallo? Also. Das hat jetzt ein bisschen was gedauert. So, ihr kommt rein. Scheiß Ratte. Huch. Lalala. Ja, das würde ich in der Tat. Gnädigste. Oh, mein Lieber, ich wusste, dass du mir mit diesen ungehobelten Rabauken helfen würdest. Mein tapferer Held. Ist die eine Weihnachten? Also, ich habe ein Geburtstagsgeschenk. Ich bekam es vom Outsider. Und jetzt gebe ich es dir. Nur zu gut. Es ist oben, auf der Kommode. Du wirst damit deine feine Figur schnitzen. Weißt du noch, wie wir früher tanzten? Unsere Feiern waren großartiger als die im Hause Boyle. Ich peil das nicht. Warum? Ich sagte doch, dass die Messer nach links kommen. Spackt das Sound hier so rum. Noch eine Rune! Ich hoffe, dir gefällt das kleine Geschenk, das ich dir geholt habe. Das ist das Mindeste, was ich dir für deine Hilfe geben kann. Ich kann diese Bottle Street-Kinder nicht ausstehen. Rohlinge, jeder von ihnen. Faules Obst. Und dieser Slackjaw ist der schlimmste von allen. Da fällt mir ein, du kannst noch etwas für mich tun. Noch einen Gefallen. Und ich gebe dir noch eine hübsche Rune aus den Knochen eines toten Wals geschnitzt. Na, immer her damit. Du erinnerst dich an meinen Arzt, mein Lieber? Dr. Galvani. Was für ein schlauer Mann. Er hat alle möglichen Ratteninnereien und Krankheitserreger in seinem Labor. Wäre es nicht schade, wenn etwas davon in die Elixiervorräte der Bottle Street Gang gelangen würde? Verdient hätten sie's. Kümmere dich darum, Lieber. Ich finde noch ein Geschenk so schön wie das erste. Galvani wohnt auf dem Clavering Boulevard, jedenfalls früher. Das waren noch Zeiten. Und jetzt los. Meine kleinen Vögelchen haben Hunger. Meine Schätzchen. Aha. Die Alte ist gruselig. Die Alte ist echt gruselig. Du musst gehen, sonst kommen sie nicht. Ja. Na, Klärchen. Ja, jetzt haben wir bereits zwei Runen bekommen. Wir können jetzt beherrschen. Nee, können wir nicht. Aber wir können die Zeit verlangen. Verlangsamt die Zeit für einen kurzen Moment. Hält die Zeit für einen noch kürzeren Moment an. Für einen noch kürzeren Moment? Ich habe weniger Zeit? Das ist doch Schwachsinn. Beweglichkeitssprung erhöht sich und Fallschaden wird reduziert.